Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 8. März und ich bin hier in Tazzacorte in meinem Apartment. Und während ich hier mein Apartment in Tazzacorte Gästewechsel habe und die Waschmaschine hier läuft, die erste Waschmaschine, ein Teil nehme ich mit, das wird bei uns auf der Finca gewaschen, ich die Kissen hier abziehe und alles soweit fertig mache, werde ich dann in der Zwischenzeit, denn das Ganze dauert nicht so lange wie die Waschmaschine, mal nach der neuen Straße sehen, obwohl ich meine Zweifel habe und im Moment hier sehr, sehr schwer Parkplätze zu finden sind, weil hier irgendwas los ist. Was habe ich noch nicht rausgekriegt? Und mal versuchen, ob ich auf der neuen Straße darunter zum Puerto komme. Ich versuche es mal. Ja, ich schaue erst noch mal von oben. Kein Auto zu sehen hier auf diesem Stück, was man sehen kann. Hier nochmal der Hafen von Tazzacorte. Mal schauen, ob ich irgendwo ein Auto entdecken kann, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. Nee, hier ist nichts los, aber ich werde trotzdem mal hinfahren zum Kreisel und schauen. Das sind übrigens die Fischzuchtringe, die aktiven, wo auch tatsächlich Fische sich drin befinden. Das werden immer mehr, das waren auch mal weniger. Und im Hafen selbst hier, habe ich jetzt auch gehört, macht auch Sinn, dass da keine Fische gezüchtet werden, die sind zur Reparatur. Ja, und hier sehe ich schon, dass die Straße immer noch geschlossen ist. Also es ist nach wie vor nicht möglich, diese neue Straße runter zum Puerto zu fahren. Ist nicht möglich. Ich fahre jetzt wieder zurück, denn ich möchte jetzt mal schauen, ob denn die alte Strecke jetzt wieder offen ist. Es ist nicht Wochenende, sondern Freitag. Das heißt, wenn sie jetzt geöffnet ist, ist sie wohl auch vollständig wieder offen. Und ja, man kann zumindest diese Strecke wie früher auch entlang fahren. Und hier hat sich auch einiges getan. Und ich schaue mir mal jetzt das Ganze von unten an. Ja, hier rechts geht der Fußweg runter. Also so würde man zu Fuß zum Puerto laufen und der geht dann auch unten von der Straße weg. Hier geht's weiter, hier geht's rein, hier geht's runter und dann kann man so zwei Serpentinen abkürzen und kommt dann weiter unten einmal zur Überquerung auf der Straße raus und dann kommt man dann nochmal weiter unten. Das werden wir nochmal sehen. Auf dem Rückweg kann man da ja gut abkürzen und weiterlaufen. Also man muss hier nicht die Straße entlang laufen ohne Fußweg. Ja, hier kommt man aus dem Tunnel raus. Das ist eine völlig neue Straße, die dorthin gebaut wurde. Die kommt dann unten auf der alten Straße wieder raus. Und hier ist der Fußweg gleich. Da ist die Straße überquert worden da oben. Und hier geht es unten dann weiter zum Puerto.
gefahren. Hier war ich jetzt mal kurz reingefahren in den Hafen zum Drehen. Ich fahre jetzt wieder zurück. Ich fahre nicht an den Strand, denn ich habe noch viel zu tun. Ja, dieser gesamte Kreisel, den wir da eben gesehen haben, ist völlig neu entstanden. Den gab es vorher so nicht. Das ist alles völlig neu. Und das ist schon, ja, schon gut gemacht, finde ich. Und es wird Tazacorte sehr entlasten oben, wenn da nicht mehr der ganze Verkehr durchgeht. Aber jetzt müsste die Straße nur noch aufgemacht werden. Das wäre toll. Ja, das war's jetzt mit der alten Straße. Die neue Straße ist nach wie vor geschlossen. Ich werde berichten, wenn sie offen hat, aber immerhin kann man wieder ganz normal runterfahren und ich hänge jetzt noch die Wäsche fertig auf. Denkt sie jetzt bis morgen. Morgen komme ich wieder. Hier ist das Treppenhaus. Jetzt runter auf die Straße. Hier ist ja noch, hier geht es nochmal um die Ecke von der Terrasse, aber das habe ich ja alles schon mal gezeigt. Ich verlasse das jetzt hier so. Ich stelle die Gartenmöbel dann immer ganz gern rein, damit sie Sonnenschonung haben, so viel wie möglich. Aber morgen kommen sie sowieso wieder raus. Und ja, dann mache ich morgen alles fertig, wasche jetzt die Bettwäsche bei uns auf der Finca, beziehe das alles morgen. Nachmittags kommt dann meine Putzperle und dann ist alles wieder fresh and clean für die nächsten Gäste. Und morgen werde ich dann auch erfahren, warum ich keinen Parkplatz gefunden habe und was eigentlich hier los ist in Tazacorte. Und am nächsten Tag habe ich wieder keinen Parkplatz gefunden, ganz oben am Kreisel erst. Und es wurde auch klar, warum, denn hier ist Fasching immer noch. Hier gibt es einen Faschingsumzug und den kann ich mir auch oben von meinem Apartment aus ansehen. Und ich habe jetzt erstmal eine ganz schöne Schlepperei mit der Wäschekiste unterm Arm durch die Menschenmenge. Schau jetzt gerade noch mal, weil mein Auto sowieso da oben gestanden hat, muss ich hier entlang fahren, natürlich immer noch nicht offen. Und ich fahre jetzt wieder zurück und freue mich auf meine Gäste am Montag.